Moin 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 aus Hamburg, Cody the Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Da einige Anfragen gestern bezüglich Custom Tactics in meinen Kommentaren aufkamen, würde ich euch heute gerne meine individuellen Taktiken und Anweisungen während des Spiels und auch allgemein zeigen, wie Custom Tactics bzw. Anweisungen das Spiel beeinflussen können und diese auch eine sehr wichtige Rolle spielen in FIFA. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Wie kommt ihr zu den eigenen Taktikvorlagen? Ihr geht in das FIFA-Menü, drückt auf Einstellungen und dann geht ihr auf die Mannschaft, in der ihr das ändern wollt, und dann geht ihr ganz nach rechts, also mit R1 oder mit RB geht ihr dann ganz nach rechts, und dann steht neben Anweisungen Taktiken und dann gibt es da ein Feld eigene Taktik. Dann müsst ihr auf der PlayStation Viereck drücken, auf der Xbox dann X, und dann kommt ihr zu diesem Screen hier, und wie ihr hier schon sehen könnt, Aufbauspiel, Chancen, Chancenerarbeitung, Flanken, Verteidigung, Druck, Aggressivität verschieben und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich euch meine Taktiken sagen. Ich muss sagen, es hängt immer vom Spielertyp ab. Also grundsätzlich empfehle ich euch ja eigentlich in jedem Video, es hängt immer am Spielertypen ab. Wenn ihr schnell spielen wollt oder wenn ihr eher der Spieler seid, der langsam spielen will, dann muss natürlich die Taktik dementsprechend angepasst werden. Und ich zeige euch jetzt einfach meine Taktik. Also grundsätzlich müsst ihr hier geordnet machen und Freeform, also freie Wahl, und auf gar keinen Fall Abseitsfalle machen, das ist echt der Tod. Also würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen, weil die Verteidigung dann echt wirklich an der Mittellinie steht und dann seid ihr natürlich für Konter sehr sehr anfällig. Also hier abschirmen. So, und die Geschwindigkeit, ja, wie gesagt, Spielertyp für Spielertyp, aber das ist meine individuelle Taktik, die ich für mich rausgefunden habe. Geschwindigkeit ist bei 30, Passspiel bei 40. Dann, wie gesagt, machen wir hier geordnet bei Positionsspiel. Chancenerarbeitung, Passspiel gehen wir auf 50, Flanken gehen wir auf 45. Also in FIFA 17 würde ich euch nicht so empfehlen zu flanken. Ich habe bisher nicht so viele gute Erfahrungen gemacht mit Flanken, also ich bin eher nicht so der Flankentyp. Schussverhalten würde ich euch empfehlen auf 40 zu stellen. Schussverhalten, die Tendenzhäufigkeit von Schüssen, das erklärt sich ja von selbst. Ja. Außer natürlich, darauf komme ich aber später, wenn ihr natürlich gegen einen tiefstehenden Spieler spielt, aber dazu komme ich gleich. Dann Verteidigung, Druck geht ja auf 50. Ich mag es eigentlich nicht so gerne tief zu stehen. Kommt natürlich immer auf den Gegner an, aber ich mag es schon ein bisschen weiter vorne zu stehen. Dann die Aggressivität, die tun wir dann auf 40 runterschrauben. Und das Verschieben tun wir auf 43. Und ja, dazu kommen wir jetzt. Wenn ihr natürlich einen Gegner habt, der tief steht, dann würde ich euch empfehlen, die Geschwindigkeit ein bisschen hochzuschrauben, weil wenn ihr die Geschwindigkeit und das Passspiel gering habt, dann müsst ihr natürlich variieren, weil dann da bedeutet das natürlich, dass ihr dass ihr das Aufbauspiel langsam macht. Sprich, es wird früher oder später gegen eine tiefstehende 4-5er Kette wird das nicht funktionieren. Also meiner Meinung nach ist es dann gut, wenn ihr dann schnell spielt. Ab und zu, wenn ich natürlich sehe, dass mein Gegner tief steht, dann stelle ich natürlich auf High Pressure, aber dazu komme ich auch gleich. Und ja, sonst würde ich euch so empfehlen, es so zu spielen, und das ist meine individuelle Taktik. Ich verändere sie immer Spiel für Spiel. Kommt auch immer darauf an, wie mein Gegner spielt, das habe ich euch ja immer schon gesagt. Und ja, sonst spiele ich sehr gerne auch mit Konter. Was ich euch empfehlen kann, wenn der Gegner Konter spielt, also der Gegner spielt Konter, das heißt, er steht meistens sehr, sehr tief drin, dann würde ich euch empfehlen, auch Konter zu spielen, weil dann entweder das Spiel 0-0 ausgeht oder ihr wahrscheinlich dann der bessere Spieler seid und ihr euch aufregt, wieder 5er-Kette, dann würde ich euch einfach empfehlen, Konter zu spielen, weil wenn ihr hoher Druck spielt oder langer Ball, dann stehen die meistens sehr, sehr weit vorne und dann spielt ihr den Gegner in die Karten, deswegen genau das gleiche Repertoire. Ziehen mit Counter-Attacks, mit Konter, kann ich euch empfehlen. Damit habe ich auch sehr, sehr viele Spiele gewonnen in Food Champions. Also wenn mein Gegner tief stand, habe ich auch Konter gespielt. Und dann habe ich den einen oder anderen Lucky Punch dann gesetzt. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Ultimate Team. Ja, und da sind wir schon bei meinem Ultimate Team. Im Hintergrund seht ihr mein Team, welches ich euch im separaten Video nochmal ins Detail vorstellen will. Ja. Wie kommt ihr jetzt auf die Spielerrollen bzw. auf die individuellen Taktiken? Ihr drückt einfach Y auf der Xbox und Dreieck auf der PlayStation. Dann kommt hier ein Screen, nämlich Mannschaftsaktionen. Und dann geht ihr einfach auf Spielanweisungen. Und die Spielanweisungen wie folgt. Also ihr macht beim Linksverteidiger, hinten bleiben bei Angriffen.
sowohl wie auch beim Rechtsverteidiger hinten bleiben bei Angriffen. Das sind die einzigen für die Defensive. Warum? Ich schätze einfach, ich bin der Meinung, dass ihr vorne schon genug Spieler habt, die offensiv Läufe machen können. Und da müssen auch nicht die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger vorne laufen. Gerade wenn wir natürlich eingestellt haben, dass mit den Flanken nicht so wirklich auf Flanken gespielt wird. Also allgemein in FIFA 17 sind Flanken natürlich nicht so effektiv. Und dementsprechend natürlich wie auch in FIFA 16 hinten bleiben bei Angriffen. Ja, und ihr wisst ja, ich stelle mein Team immer um auf ein 4-1-2-1-2-2. Und da hat man in der Formation nämlich zwei Stürmer. Und in der zwei Stürmer mache ich dann immer Abwehr überlaufen, also Offensivläufe, Abwehr überlaufen. Und Defensivpressing, Abwehrkette unter Druck setzen. Das ist das Einzige, was ich bei den Stürmern mache. Bei den Mittelfeldspielern mache ich eigentlich gar nichts. Die lasse ich so Standard, das passt eigentlich wunderbar. Damit komme ich auch voll gut klar. Und ja, dann drückt ihr nochmal Y oder auch Dreieck auf der PlayStation und geht auf individuelle Taktiken. Und da könnt ihr dann die Taktik anwenden, die ich euch vorhin gezeigt habe. Natürlich passt das auch sehr gut, wenn ihr hintenbleiben bei Angriffen macht und den Flankenbalken sehr, sehr gering macht. Das ist dann sehr, sehr human. Und ja, so interpretiere ich mein Spiel. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe allerdings noch einen Bonus für euch, nämlich ich werde noch ein paar Clips im Video zusammenschneiden, hinter dem Video. Und ja, dann werde ich euch zeigen, wie ich die Taktik, wie ich mit der Taktik spiele und warum ich das so eingestellt habe. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich.